Hallo, herzlich willkommen zurück bei Greedfall. Ja, ich weiß, ich hatte gesagt, ich behalte die Auswirkungen bei, die verlorene Charisma-Option irgendwie mal ausgelöst haben. Aber ich habe keine Lust, Ruf zu verlieren wegen eines religiösen Spinners. Deswegen habe ich mich entschieden, nochmals kurz zu laden und hier nochmal einen Versuch zu starten. Wenn der wieder daneben geht, akzeptiere ich das Ergebnis. Wenn nicht, dann behalten wir hoffentlich unseren Ruf. Diplomacy may seem to you of little import, but I doubt that your governor would be of a similar opinion. Aggression towards an emissary of another nation is an error that could lead to war. You cannot hide from the divinity behind politics. But very well. I leave you in divine hands. This time. I shall allow you to continue along your path. I am certain ours will cross again. Und ich hoffe, aware that wheresoever you wander, you shall be weighed, measured and judged. Teleme ruft plus 1. Gut, das gefällt mir etwas besser. Töten konnten wir ihn sowieso nicht. Und ich hoffe, dass wir noch dazu kommen, ihn töten zu dürfen. Entsprechend, ja. Fortschritt noch nicht da. Warum zeigt er mir was Neues an, wenn da noch nicht wirklich was Neues ist? Ja, das finde ich so besser. Wirklich. Wir haben den Ruf nicht verloren wegen so einem religiösen Spinner. Und ich habe sowieso so meine Probleme mit religiösen Spinnern. Das wisst ihr ja, wenn ihr mir regelmäßig zuschaut. Beziehungsweise die falschen News oder Berichten kriegt. Denn egal worum es geht, mit so Leuten habe ich immer mein Problem. So, da ist jetzt irgendwie... Oh, ein gutes Intermesser für Beweglichkeit 2. Nicht kaufen und ausrüsten, erweiterte Ansicht umsortieren. Das ist schön, dass ich, Nee, die trägt dir jetzt ein gutes Messerchen. Es bringt mir halt nichts, wenn ich hier nicht sehen kann, wenn ich hier nicht direkt vergleichen kann. Das ist so sinnfrei einfach. Und dass ich halt bei ihm kein, also bei ihr nicht die Ringe ausrüsten kann, ist halt auch so super sinnfrei. Das ist sogar schwächer als das, was sie trägt. Gut. Ich jetzt auf ihr, ich bin auf ihm. Jetzt bin ich auf ihm. Ja, geht doch. Ja, da verliere ich über die Intuition. Uninteressant. Inquisitoren-Zeremonien-Ausrüstung. Ich meine, grundsätzlich beides mit Ausdauer. Aha. Grundsätzlich bin ich durchaus gewillt, Inquisitoren cool zu finden, Hexenjäger. Aber die religiöse Überzeugung, die halt dahinter steht, da läuft es mir den Rücken runter und zwar eiskalt. Oh, ich hoffe, ich habe das Mikrofon rechtzeitig ausgehabt. Ansonsten entschuldige ich mich fürs Niesen. Die Kirche. Bleh. Schnell wieder raus, bevor ich anfange zu brennen. So. Wir wollen zur Gouverneurin. I wish I'd been given an excuse to put this madman to the sword, but you did well. Congratulations. You are already a great diplomat. It seems to me you're being sarcastic. Me? My apologies, my lord. It wasn't my intention. Aha. Fasst ihr noch was dazu? Do you need something? Nee. Gut. I must leave you. See you later. Wie sieht momentan unser Ruf aus? Wir haben jetzt in Teleme wieder Rufe bekommen. Ist immer noch verdächtig, aber dürfte nicht mehr allzu weit sein. Kurt ist schon nett, Siola ist nett, Vasco ist noch freundlich und bei Kurt gehen wir dann in der Auftragslage demnächst weiter, dann wird der noch ein bisschen besser und dann kriegen wir irgendwann von denen auch Punkte geschenkt. Was die Fähigkeiten? Talente, glaube ich. Petrus. Pardon me. Are you not part of the new governor's entourage? I'm his cousin and I'm accompanying him on his mission to Tir Fredi. What can I do for you, Father? Bishop Petrus.
How divinely fortunate this is. Yeah. Did you know that I had the honor of meeting you at your uncle's court when you were a child? I would never have imagined that you would grow up to resemble the island natives so closely. The island was yet to be discovered. How could you have known? You haven't lost your clever little tongue. You were always quite a remarkable young boy. I'm on my way to New Serene as an ambassador to the new governor. Do you think there would be room for me to accompany you? The roads are not truly safe. I must first meet the Mother Cardinal to present my respects on behalf of my cousin. I will accompany you, and then we can take the road together. I'm so happy our paths have crossed once again. Ich hoffe, ich muss für den keinen von unseren Leuten austauschen. Ich habe eine gute Priesterin. Your Eminence, in the name of the Congregation of Merchants, I present my best regards. May the light bless you and accompany you on these grounds with inspired guidance. I thank you. We truly wish that this visit will strengthen the ties between our two nations. I learned that you crossed paths with that of Inquisitor Aloysius. I beseech you to forgive his zealous nature. His faith is absolute, and I congratulate you to have appeased him. Your faith and your diplomatic skills honor you. Another subject brings me as well. The Malachor, the horrible blood plague decimating our peoples. A terrible matter that worries us all and reveals our imperfections and sinful nature. Yeah. For he would never have allowed such an evil to spread without a deeper reason, a fault. Our theologians are certain that the Malachor is the work of a curse. Natürlich. And we have discovered that this island is home to a cult that venerates willfully a horrifying demon. A demon? An evil spirit? It's very strange. I know no clan that worships this sort of troubled spirit. We must unearth this cult and tear it out by its sinister, sinful roots. We started to investigate a village not far from here, where strange happenings have been reported. I have begun investigations, and I confirm that a demon is certainly active in the area. Alas, the population is very secretive, and we have great difficulty gleaning any useful information. But if the congregation would help us in this matter, in other words, if the Malachor troubles your cousin as much as myself, report to His Majesty that the destruction of this pagan cult is the only way to eradicate the plague, and his help in obtaining any information from the natives would be extremely welcomed. Be certain that your message will be transmitted, Mother Cardinal. I look forward to our next encounter. Göttlicher Magiering, Schild des erleuchteten Schattenexplosion. Beziehungslevel verdächtig, Freundschaftsbonus, krass. Ach, guck mal, da sehe ich sogar Stärke, Handwerk. Stellt Gesundheit und Rüstung der Gruppe wieder her. Spezialangriff, Schattenexplosion. Ich muss ja Petrus mitnehmen. Nee, muss ich nicht. Na komm, wir finden ihn trotzdem. Oh, egal. Also Petrus gehört dann jetzt zu uns. Alles klar. Offensichtlich ein längerer Gast. Ein Verbündeter, mit dem wir dann endlich auch mal einen magischen Ring ausstatten können. Das könnte spannend werden. Und er ist auch kein peilender Priester, so wie Sioda, sondern tatsächlich ein DD, das ist der Ferne, ein Magier. Das ist gut, das haben wir noch nicht in der Form. Bis jetzt tragen ja alle irgendwie einen magischen Ring. Hier ist ein Werktisch, gut. Also wir haben die Karte, glaube ich, komplett aufgedeckt. Ah, jetzt haben wir hier auch eine Mission in Desardes Wohnsitz. Vielleicht ist es Kurt. Moment.
Jetzt bin ich verwirrt. Ich möchte bitte da vorne rechts. Vielleicht ist es doch Petrus, der direkt was von uns will. Ich finde Petrus als Namen, naja, okay. Warum auch nicht. Der muss sich aber tatsächlich erst einmal bei uns verdingen, bevor wir ihm vertrauen. Eine Gruppe von Einheimischen kam in die Botschaft und bat darum, euch zu sehen. Da sie euch nicht finden konnten, baten sie mich, die Position eines Waldes zu übermitteln, wo sie hofften, auf euch zu treffen. Sie erschienen mir mit Verlaub recht gereizt und angriffslustig, deshalb solltet ihr auf der Hut sein. Meine hochachtungsvollen Grüße, Sekretär der Botschaft. Folgen. Irgendwie glaube ich, dass der Inquisitor was damit zu tun hat. Das ist das Gefängnis rechts. Ja. Hinter uns jetzt gefangen und sperrt uns ein, ja? Oh, dann kriegt er aber. Oh, dann machen wir den aber. Nein, das wird er natürlich nicht. Das, da wäre ich verwundert. Das wäre komplett gegen alles, was seine Botschafterin vermittelt hat. Was nichts heißen muss, aber trotzdem. Hier unten, ja. Ich hoffe, dass ich dazu nur noch komme, den Inquisitor zu köpfen. Eigentlich hätte er vorhin bereits in der letzten Folge das Zeitliche segnen müssen, aber da ist er ja dann feige aus dem Kampf entkommen. Es sind Eingeborene. Na, tatsächlich doch das. Please, I come because of a message that was sent to me. Wait, this is the Onol Menawi of the Lugay the Blau, the one we wanted to talk to. I came following the instructions you had left the secretary of our embassy, but I wasn't expecting to find you near the corpse of a member of the Ordo Luminis. We were told that there was a man different from the other in Nyxel, amongst the Lugael Blau. Someone who sometimes helped our people. This is why we talked to the man in the large house. But we don't really know who you are. My name is Desarde. I'm the legate of the congregation. It means that I am in charge of the diplomacy with the other nations. And yes, I have helped your people a few times. A diplomat is someone who talks, right? Not someone who fights. I know how to fend for myself, if that's your question. But will you tell me why you made me come here? 2 nights ago, we attacked a group of Red Sons who were taking away some of our people. Many of them fled. But we captured this man, and we made him talk. We wanted to know where they took our brothers. And he talked about a secret camp. Why would the Inquisition take natives to a secret camp? To confuse their minds. They torture them until they renounce the truth and praise the sun. This Red Sun was mocking us. He said they would burn us, like the others. He had killed some of my brothers, so I killed him. If what you say is true, then indeed, we cannot let the Inquisitors continue. But because you killed him, we can only take your word for it. Maybe not. The Red Sun had a key on him, and also some words sealed in bark. We do not know how to set them free, but the Renaixe do, don't they? The letter ordered this man to join the escort party of a group of natives. This partly confirms what you told me. Do the words say where the camp is located? No, but the address of the Inquisitor is written. What is an address? This is how we refer to the place we live in. I suppose the key you found is the key to his door. Ah. So you can go to his house and look for more words? I suppose so. You must do it. Or the suns will keep burning our people. Very well. I will go visit this man's home. I will come back to you if I learn anything more. Hurry. Our brothers may be dying in the meantime. Okay. Wir werden diesen Mann und seine gesamte Karriere zerstören. Das habe ich mir vorgenommen. Und zwar nicht nur,
weil er den Wächter verbrannt hat. Wir töten die auch, das ist, halt so. Auch nicht, weil er den Eingeborenen einfach mal erwürgt hat. Aber das macht man nicht. Sondern vor allen Dingen, weil er uns einfach angesaugt hat. Und letzten Endes, weil er ein religiöser Spinner ist. Aber das ist ein Grund, den ich grundsätzlich gelten lasse. Da habe ich gar kein Problem mit. So, lass mich mal schauen. Ich glaube, hier rum, darum, Löffelstiel, hier unten rechts. Habe ich mir gemerkt. Aha, bin fast schon ein bisschen stolz auf mich. If other sons come here, they'll burn me. Lass mich dir zu deiner Arbeit und deinem unerschütterlichen Einsatz für unser Bekehrungslager gratulieren. Claudius, durch dich und deine Hingabe konnten wir viele Wilde ins Licht führen. In deiner Truhe in unserem Hauptquartier findest du einige neue Einzelheiten und Anweisungen zur Fortsetzung unserer Mission. Möge der Erleuchtete dich schützen, Inquisitor Honorius. This letter mentions a secret camp. Apparently our man was involved in its creation. It also talks about a chest he would have had. In the quarters of the Order, here in San Mateus. We may find clues there that will allow us to discover the location of the camp. If this chest exists, there must be a key. It has to be here. Let's continue searching. Ah, doch irgendwo hier. Deswegen wollte ich hoch. Aber warum sollte der Schlüssel sich irgendwo hier befinden? Statt im Besitz des Inquisitors. It's a key. Most likely the key to a chest. With the emblem of the Ordo Luminous. I don't think we'll find anything else here. Let's leave and see what this chest contains. Na, wenn wir erwischt, ja, natürlich. Hey, you. Who are you? And what are you doing in Father Claudius's home? Desarde. I'm the legate of the congregation. My colleague has been away for the last few days. May I know exactly what it is about your status as a diplomat that gives you the right to enter his home in his absence? My status is the reason why the Mother Cardinal asked me to investigate. She wants to know where Father Claudius might have disappeared to. I offered to go to his home to see if I could find some information, hence why I'm here. Really? Well, I find that very strange. Why would the Mother Cardinal ask that some strangers who do not belong to our order try to find him? How would we know? Perhaps you want us to go find her together. I'm sure she'll be delighted to see how you've been treating the representative of one of her allies. That won't be necessary, but know that I am keeping an eye on you. As you wish. I hope I don't see you again. I doubt this sly, bitter man believed your lies. Probably see you again. We should make use of this moment of respite to go visit the quarters of the Order and find the chest there. Let's hope they aren't infested with members of the Inquisition. Da umgehen wir einfach mal kurz ein kleines Problem, das wir möglicherweise bekommen, indem wir uns das Priestergewand anziehen und plötzlich zur Inquisitorengarde gehören. Oh, wie konnte das denn passieren? So, da vorne. Und irgendwo werden wir dann schon die Truhe finden. Büro. Hier nicht. Tiefer. Also ein Büro im Keller.
Das hier ist eine Gefängniszelle. Ja, ja, nicht so das Büro von dem Inquisitor. Der wird wahrscheinlich einen mächtigen Schreibtisch haben. Jetzt bin ich aber verwirrt. Muss ich mir doch die Karte angucken. Hä? Irgendwie glaube ich, das ist auf jeden Fall höher. Ah, Platz hier gut. Und hier ist irgendwas. Aber hier ist doch nichts. Jetzt bin ich verwirrt. Mal zwei. Oder das hier ist das Büro. Das lässt mich nicht weniger verwirrt zurück. Da ist die Treppe. Das ist im Untergeschoss. Aber hier ist auch irgendein Fragezeichen. Da ist noch eine Tür. Verwirrend, aber das hier ist das Richtige. Ach so. Brief an Claudius aus Claudius Truhe. Claudius, wir hoffen, dass wir auf dich zählen können. Eine neue Fuhre der eingeborenen Ketzer ist auf dem Weg in das Lager. Wir wollen, dass du dich darum kümmerst, die widerspenstigen einheimischen Probanden zu bekehren. Nimm den unauffälligsten Weg, um uns zu treffen. Den Weg, der zwischen den Felsen im Osten der Stadt beginnt und zu der abgelegenen Lichtung führt, auf der wir das Lager errichtet haben. Es ist unerlässlich, dass unsere Bemühungen vorerst geheim bleiben. Möge der Erleuchtete dich schützen. Ordo Lumos. Thanks to these documents, we'll be able to show the natives where the conversion camp is. And the times when new prisoner convoys will get there too. The Ordo Luminous is fearsome in a fight. If the natives attack the camp, they risk being slaughtered. But given the methods of the Inquisitors, I almost want to give them a hand. Almost? Wir werden, auf jeden Fall. Ich frage mich nur, was da noch für ein Fragezeichen ist. Und, laufe dir wieder in die Arme? Nein. Diesmal nicht. Gut, das heißt raus, wieder zur Lichtung und dann muss das irgendwo hier oder ist es das da? Wahrscheinlich ist das da. Also raus. Ein wenig geradeaus. Nee, ich brauche jetzt nicht. Das war jetzt der dümmste Weg, den ich gehen konnte, wa? Also wieder zurück. Bin ich denn geistig ein wenig beschränkt, dass ich diesen Weg hier nicht habe sehen können? Dass ich beim ersten Mal einmal freigegangen bin? Unglaublich. So. Den Eingeborenen werden wir definitiv unsere Hilfe leisten. Alles andere wäre Blödsinn. Wir wollen ja nicht, dass sie an der Inquisition versterben. Im Gegenteil, wir werden helfen. Dafür werden wir dann wahrscheinlich einen schlechten Ruf bei Teleme bekommen. Aber dann ist mir das tatsächlich wert. Den letzten Endes haben wir dann das Richtige getan. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Ja, natürlich bin ich falsch gelaufen. Mensch, da ist ein Pfad hier versteckt hinter den Büschen. Mir wird so ein bisschen übel, wenn ich da jetzt die ganze Zeit drauf gucke. Ja,
Ja, ich bin zurück. So, I found some information that should allow you to locate the conversion camp. And I also found a note about a prisoner convoy coming soon. Why come and tell us all of this if your intention is just to betray us? Betray you? How so? You're not the ones this so-called legate betrayed. We are. You? I have no commitment to your order. It is with Teleme that we are allied. Your nation. That you are prepared to drag into a war against the natives. With the sole purpose of converting a few of them in your torture camp. Even if you have to kill all the others. What are you talking about? Are you saying Claudius managed to complete his great conversion camp project? Don't pretend that you did not know. I did not, but now that I do, I will do everything in my power to continue his work. Dann stirbst du. The first step will be to eliminate those who would denounce us. The Mother Cardinal focuses too much on politics, when she should be following her faith instead. We will fight these monsters by your side, Onol Menawi. To my help! And death to the others! Gegen meinen mächtigen Zweihänder richtet ihr einen Rotz aus. Thank you. You don't have to thank me. These men were our enemy. The monsters torturing my people. Even though the Ordo Luminous's actions are atrocious, Teleme must not learn of our involvement in this matter. Our alliance could suffer. Do not worry about it. We won't tell them. And we will make these bodies disappear. Nobody will ever know what happened to them. Except for our Mal, of course. Queen Deirdre will be grateful to you for helping us. I hope this will help our relations in the future. In any case, do not worry about this camp. She will not let our people be imprisoned. She may even ask for your help in destroying it. Perhaps. In the meantime, please give her my regards. Bertir Tumad on all Menawi. And thanks again. Ruf plus 2, freundlich. Eine neue Belohnung. Ein neuer Level. Ein Attributspunkt. Eieieiei. Attribute und 2 Fähigkeitspunkte. So, dann kriegen wir jetzt Granaten. Nicht, dass wir die bräuchten. Aber wir haben sie. Und Attribut. So, da wir als zweites Attribut... Oder wir auf Pistolen gehen wollen, gehen wir auf Pistolen. Alles andere wäre Blödsinn. Oh, wir können natürlich auch Ausdauer nehmen. Willenskraft. Verzaubern. Ich will gar nicht zaubern. Mentale Kraft. Finde ich gar noch nicht. Brauche ich alles nicht. Ausdauer wäre vielleicht mal interessanter. Aber nein, wir gehen erst einmal auf das. So, dann gib mir mal Quest. Nebenquest. Unter Phantomen geht immer noch nicht weiter. Der Rest geht auch noch nicht weiter. Missionen haben wir. Oh, Blödsinn. Gut, sprich mit Konstantin. Das heißt, wir werden irgendwann später von den Eingeborenen erneut kontaktiert werden. Die Leichen der Inquisitoren können wir nicht plündern. Aber was ich tun möchte, ist einmal aus den Klamotten raus. In diese rein. Schlossknacken. Die grün-weißen. Grün-blauen, wie auch immer. Ich bin ja von den blau-weißen. Oder weiß-blauen? Ich weiß gar nicht genau. So, wir brauchen einen Reisepunkt. Den haben wir hier oben in dem Lager. Das dürfte so ziemlich auch. Ja, nicht näher gelegen wäre wahrscheinlich der in der Stadt gewesen. Um quasi von unserem Anwesen aus. Entschuldigung. War nur gut. Jetzt geht's hoch. Unspannt. Und reisen. Zurück. Nach Hause.
20 Stunden. Mal gucken. Na, super. Das ist ja mal jetzt blöd. Aber er wird irgendwo gespeichert haben in der Nähe, denke ich. Wie kein Signal. Das stimmt doch schon mal gar nicht. Oh, na toll. Jetzt hoffe ich, dass ich in der Vorschau hier ein Bild habe. Sehr gut. Ich will das Problem nicht melden. Wir starten Greedfall einfach nochmal. Ja, ist jetzt ein bisschen blöde. Ich muss jetzt nämlich dann auf dem kleinen Bild weiterspielen, weil das große Bild kein Bild ausgibt. Ja, jetzt gibt das kleine Bild. Doch, das kleine gibt immer noch aus. Ich hoffe wirklich, dass die Aufnahme hier was taugt. Und dass die hier weiter funktioniert. Denn jetzt durch den Absturz hat das Game Capture das Bild verloren. Was jetzt für mich bedeutet, dass ich mit dem vom Aufnahmeprogramm mit der Vorschau spielen muss. Wo ich dann jetzt allerdings auch nicht mehr genau sehe, wie lange die Aufnahme läuft. Noch 20 Minuten etwa. Gehen wir mal kurz rein. Ich hätte jetzt das Ganze eigentlich rausgeschnitten, aber ihr kennt ja das Problem. Wir fahren mal fort, aber das ist kurz bevor ich am Lager gewesen bin. Also alles gut. Die Farben passen jetzt hier auch überhaupt nicht. Eieieiei. Gut, das heißt aber, dass ich die Folgenlänge ein bisschen reduzieren werde. Auch wenn das jetzt alles auch schon zu Lasten der Folgenlänge geht. Aber ich muss dann gleich nochmal die komplette Programm hier neu starten. Ich muss es in der seriösen Reihenfolge öffnen. Sonst klappt das nicht mit der HDR-Aufnahme. Ich hoffe wirklich, dass ich hier jetzt vernünftig drin bin. Das ist nämlich der andere Punkt, wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde dran setze noch, die ja normalerweise noch fällig wäre. Und dann ist das irgendwie alles nur Krussel, so wie es mir in der Capture Utility anzeigen würde. Dann wäre das blöd. So. Nächster Versuch. Mann, ist das bunt hier. So, jetzt aber, komm. Jetzt macht das. Oh, jetzt steht hier der gute Mann da mit doof rum. Dann können wir den direkt mal mit einem neuen Ring ausrüsten. Oh. Da fällt mir auf, das ist das Problem. Ich habe keinen Ton. Da muss ich jetzt einmal doch hoffen, dass ich die Capture Utility benutzen kann. Eieiei. Ohne Ton ist natürlich auch doof. Den nimmt er nämlich vom PC ab und nicht von der Capture Utility. So, jetzt das Bild auch wieder ein bisschen besser. Ja. Mit ein bisschen Glück habe ich jetzt zumindest den Ton mit drauf. Da gibt es auch irgendwo einen Ring. Das ist jetzt echt nicht wahr. Der hier hat keine vernünftigen Ringe, nur blaue. Okay, also zumindest habe ich jetzt den Ton wieder. Wenn auch schon nicht das richtige Bild. Gut, also kann ich bei dem hier keine neue Waffe kaufen. Und die Waffe, die hier... Oh. Kleine Schrotflinte, Feuerrate ist erhöht, Schaden ist erhöht. Aber ich brauche Genauigkeit 3, um die zu verwenden. Das ist natürlich doof. Die ist... noch viel höhere Feuerrate, Genauigkeit 3. Alles Genauigkeit 3. Bringt also alles noch nichts. So. Dann geht's erstmal weiter. Dann soll ich mal Reise wieder aufnehmen. Und tippen würde ich jetzt, dass ich eine vernünftige Aufnahme habe. Ich sag das jetzt einfach mal so. Auf zu Konstantin. My dear cousin, come closer and tell me what brings you.
Du siehst überhaupt nicht gut aus. I've been to the neighboring cities as you asked of me. Tell me then, was your journey adventurous? Well, I was able to gain audience with the governors, give them your regards and glean some information. I would not have allowed anything bad to happen to him, your highness. Oh, it's just us here, Kurt. Why not continue to call me by my given name? Carry on with your story, cousin. I'm impatient to know what secrets our illustrious neighbors have discovered. The Bridge Alliance believes that a remedy could possibly be found by studying the local flora. They are quite motivated, but their research expedition has gone missing and there is no sign of life. And since they themselves are under constant attack, they cannot spare a rescue party to investigate. The Mother Cardinal, in her opinion, believes the Malachor to be a result of a curse. A curse cast by a demon, an evil creature worshipped by a cult of island natives. If you would allow me to second the request of our Mother Cardinal, we are in dire need of your help. Our inquisitors are hardly diplomats, and... But I should let you finish, my son. They have started their investigations in a village where strange events have been taking place, but they're unable to get to the bottom of it. The population keeps its secrets, and Teleme hopes that we might help them learn more about the cult. This is all extremely interesting. You have lived up to my expectations, as always. That said, we find ourselves between the rock and the hard place. The bridge is already in open conflict with the island natives. Teleme and their inquisitors... We're going to have to tread on eggshells, but let's follow all the clues to their mysteries. We need to help them continue their investigations. Perhaps one will lead us to something useful. I don't have a lot of men, as well you know, and since I only trust you among them, take Kurt and any others that seem useful. I wouldn't want anything bad to happen to you. If you would allow me, Your Highness, I would be honored to assist your cousin on his investigation. Very well, then. You could start by indicating the precise location of your nasty village. Of course, Your Highness. I should have thought of that sooner. Allow me to mark the location on your map, my son. Thank you. Have no fear, Constantine. I will take care of all matters at hand. I've been thinking about this story of the ruins, about the secret of my father. I want to discover what he is hiding. This question also concerns you. You look too much like a native for that to be a coincidence. Since we cannot bombard my father with questions, others here must give us the answers we require. The congregation, even in the past, could not have made it to this island without help. We are pitiful sailors. You're thinking of us. But I assure you that I know nothing of this story. You are perhaps simply not aware, but your admiral stationed at the captainry surely is. Go and find her, cousin. Try to learn the final chapter of this story. Very well. Anything else? Ja, ich glaube, dass es ihm nicht gut geht. How are relations with our allies? Oh, they bow and scrape. And they regularly assure me of their unwavering friendship, so that they can better try to convince me to embrace their point of view, and only theirs. Teleme wants to convert me, and the Alliance assures me that only they will allow us to benefit from progress. They're a bunch of old foxes, but they take me for a young, brainless rabbit. The only thing they really want is to increase their influence on this island, with our help. Huh. Are you liking your new role as a governor? How does it feel? Honestly? Once the thrill of the first few days is over, it's boring. I receive delegations from everywhere. They arrive with their arms full of presents to make me sign some agreements. Most of them take me for a fool, who will be easily convinced by some silver trinket. I would love to simply brush them all off and work on some real projects. I have so many ideas to make this city, this island, truly amazing. Gut. Auf Wiedersehen. I'm going to leave now. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. So, Kurt. Kurt steht ganz außen. Greenblood, my friend. My contacts have spoken. I was able to discover the location of this infamous phantom. Das habe ich auch schon gefunden. Do you still think they should be held accountable? More than ever. You know that I recruited Rayna. I want to know what kind of hornet's nest I led him into. I want to know what these madmen did.
But I fear if I go alone, I might not be able to control myself. And I won't learn anything. I need the help of my best student. Akzeptieren. How can I refuse such a request? Well then, let's go. Gut. Kurt und Ciora, und dabei bleibt es. So, gut. In Anbetracht der besonderen Umstände, wie gesagt, dass das hier alles irgendwie nicht so ganz funktioniert, machen wir heute mal eine Folge mit 40 Minuten. Und nächste Folge läuft dann wieder ganz normal. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge. Euer Steffel.